Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute habe ich euch ein weiteres neues Unboxing mitgebracht, ein neues Opening für euch. Und zwar geht es heute um eine ganz coole Box, die neu erschienen ist, und zwar die Mewtwo EX Box. Sehr schönes Ding, zwei Evolution Booster, ein Turbo Start, ein Turbo Fieber Booster und natürlich die große Mewtwo EX Promokarte und die kleine Mewtwo EX Promokarte. Sehr spannende Box, finde ich. Ist ziemlich neu herausgekommen. Da unten seht ihr auch noch den Preis. Also leider etwas teurer als gewöhnliche Produkte, finde ich. 25 Euro. Normalerweise kosten solche Art Boxen 22. Das fand ich ein bisschen schade. Aber im Netz und so gibt es das manchmal etwas günstiger. Ich weiß auch nicht, ob das nur der GameStop-Preis war, ob es in anderen Geschäften etwas günstiger ist. Ich habe das jetzt von GameStop gekauft, besorgt und mal sehen, was wir so drin haben werden in dieser Mewtwo EX-Box. Daneben gibt es auch noch eine Glurak EX-Box. Diese Glurak EX-Box ist allerdings nicht so wirklich was anderes. Es ist eigentlich genau dasselbe. Nur die Karte da drin ist eine andere. Und das ist keine Promokarte. Das Glurak EX hingegen zu diesem Mewtwo. Das Mewtwo ist eine Promokarte. Weshalb ich diese Box spannender finde. Denn dieses Mewtwo gibt es nur in dieser Box. Das andere Glurak gibt es auch so in XY Flammenmeer. Deswegen finde ich das jetzt nicht so spannend. Ich schau mal, wie ich dieses Mewtwo hier befreien kann. Und es gelingt mir sogar ziemlich leicht. Ich weiß nicht, ob die das anders diesmal befestigt haben. Perfekt. Super. So, ein Booster, zweiter Booster. Und der Code. Die Evolution Booster, hier sehr schön. Turbo Fieber und Turbo Start. Und natürlich die Mewtwo EX Promo. Einfach weg damit. Dem ganzen Kram. Hier seht ihr die Mewtwo EX Promo Karte in vollem Glanz. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Nices Artwork. Und die kleine Variante zeige ich euch natürlich gleich von nahem. In aller Deutlichkeit, dieser Code hier schaltet die Mewtwo EX Promokarte frei, vermutlich online. Und ansonsten glaube ich nichts. Hier die vier Booster, die wir jetzt öffnen werden. Nun zoome ich ein bisschen ran, um euch mal die Mewtwo EX Promokarte genauer zu zeigen. So, Mewtwo EX 170 KP, wie gewöhnlich so. Für einen Mewtwo EX. XY Promo-Nummer 183. Lese ich das richtig? Ja. 183. Schon. Der ist schon ganz schön fortgeschritten. In den Promo-Nummern. Sehr schönes Artwork. Wie schon erwähnt, Photonwelle. 30 Schadenspunkte macht dieser Angriff. Während des nächsten Zuges deines Gegners wird Schaden, der durch Angriffe des verteidigenden Pokémon zugefügt wird, um 30 Schadenspunkte reduziert, bevor Schwäche und Resistenz verrechnet wurden. Sehr schön. Psychoverbrennung zieht 120. Schade, dass es 4 Energie kostet. Dennoch, sehr schöne Karte. Dieses Mewtwo EX. Nun kommen wir zu den Boostern. Turbo Start. Da drin können wir auch ein Mewtwo oder ein Mega Mewtwo EX ziehen. Ich habe das Gefühl, dass das Artwork hier auf dem Booster verrückt ist. Das ist eigentlich ein bisschen mehr nach hier gehörte. Wie ihr seht, das Mewtwo ist sehr weit hier an der Seite. Wir schauen uns mal an, was hier in diesem Pack drin ist. Oder besser gesagt, was in allen vier Packs natürlich ist. Hier bleibt keines verschont. Codekarte an die Seite. Die drei hintersten Karten des Packs kommen vor die zwei, die sich davor befinden. So geht der Kartentrick. Und dann ist die seltenste Karte
ganz hinten und davor die Reverse-Holo-Karte. Hier haben wir Wablu, Flecknoil, Nebulak, Dodu, Sterndu, Kirlia, vorbestellte Fahrkarte, Dedenne, vorbestellte Fahrkarte ist auch unsere Reverse und die Stern ist Soda Cheetah. In Ordnung. Nächstes. Turbo Fieber. Turbo Fieber ebenfalls ein ganz schönes Set. Gibt's auch viele nette Karten drin. Oh, jetzt habe ich den Kartentrick minimal falsch gemacht. Ist aber nicht schlimm. Eine Karte ist nur an einer anderen Stelle als sonst. Unratütox haben wir hier. Paragoni. Psiao. Picolente. Umgekehrtes Tal. Halbstarke. Blanas. Und Käufer ist nämlich eine Common-Karte, die sich da nach hinten gemuggelt hat. Lashoking ist die Reverse-Holo-Karte. Sehr schön, ist auch eine Sternkarte. Und die andere Stern ist Branavaz. Nun kommt es auf die beiden Evolution-Booster an. Kommt schon, lasst mich nicht im Stich. Zu Turtok widmen wir uns später. Oder befassen uns später. Und wir starten nun mit Raichu. Und direkt hier lacht uns schon ein Pikachu an. So. Hier haben wir in diesem Pack Pikachu, wie schon erwähnt. Psychoenergie im Oldschool-Design. Glumanda, Radfratz, Dicta, Safcon, Bisafloss Geistesbund, Magma, Quappo ist die Reverse, das ist ziemlich schön. Das ist nämlich auch eine Sternkarte. Und die Stern, Lamus EX, nicht schlecht. Ein EX-Pull in der Box, sehr schön. Lamus EX, falls ihr es nochmal genauer sehen wollt, mit Tagedieb und blitzartiger Plätscher. Sehr nice. Zweites Booster, letztes Booster, also in dieser Box. Zweites Evolutionsbooster. Natürlich hoffe ich auf irgendeine Art Full Art Karte, aber das kann man natürlich nicht in jeder Box haben. Sonst wären die Karten ja auch nicht mehr selten und beliebt und begehrt, wenn die jeder hätte. Letztes Pack hier von diesem Opening. Startet mit Europ, Quapsel, Tangela, Voltoball, Fee-Energie, Tausch, Wartung, Rokkos Durchhaltevermögen, oh, Glurax Geistesbund, hier, sehr schön, als Reverse und die Rare, Mega Turtok EX, wow, Leute, die Box hat reingehauen. Nee. Hyrokanone. 120 Schadenspunkte macht dieser Angriff. Dieser Angriff fügt zwei Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Wende Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. 220 KP hat das gute Mega Turtok. Lamus EX, netter EX-Pull, aber Mega Turtok EX eindeutig besser. Und zusammen mit dem Mewtwo EX Promo eine fulminante, krasse Box. Sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und ihr schaut auch bei den weiteren Openings rein und anderem Zeug, was ich euch zu zeigen habe. Und jo, bis zum nächsten Mal. Euer Pokémaniac. Bis dann.